Das Jahr 2016 hat es eindrucksvoll gezeigt. Auf Prognosen jeglicher Art war wenig Verlass. Weder der Ausgang von Wahlen noch deren Auswirkungen auf die Finanzmärkte lassen sich seriös vorhersagen. Beispiele? Klar, die Brexit-Entscheidung im Sommer, die Wahl von Donald Trump und zuletzt auch das Referendum in Italien im Dezember. Wie sind diese Signale nun zu deuten und was bedeutet das insgesamt für das Börsenjahr 2017? Reden wir drüber mit Vermögensverwalter Wolfgang Köbler, Vorstand der KSW Vermögensverwaltung AG. Herzlichen Dank hier für den Besuch in Frankfurt. Es hat sich einmal mehr bestätigt im vergangenen Jahr, Herr Köbler, dass politische Ereignisse an den Börsen bestenfalls nur kurze Auswirkungen haben. Gehen Sie also entspannt in das Börsenjahr 2017, trotz der vielen politischen Richtungsentscheidungen, die ja auch in diesem Jahr zu erwarten sind? Also zunächst mal entspannt in ein neues Börsenjahr zu gehen, empfiehlt sich grundsätzlich nicht mehr. Spätestens seit 2008 hat man gesehen, dass Ereignisse einen völlig von links hinten überholen können. Dennoch sehen wir von der Situation her für dieses Jahr 2017, was die politische Situation und das Umfeld anbelangt, Störfeuer, die kommen können, aber solange die beherrschbar bleiben, wird es Auswirkungen für die Märkte haben, die verkraftbar sein werden. Würden Sie sogar so weit gehen, und jetzt gucken wir mal ganz gezielt auf Europas Börsen, diese für dieses Jahr als aussichtsreich zu bewerten? Die Börsen sind durchaus aussichtsreich. Man hat ja gesehen, was letztes Jahr, 2016, in den letzten 8 Wochen an den Märkten noch alles möglich war. Und aussichtsreich, wenn man vergleicht USA oder Europa, muss man halt erstmal in die Tiefe gehen, welche Märkte man eigentlich dann bevorzugen kann. Der Kontinent ist sehr heterogen, also bleiben wir mal ein bisschen noch in Europa. Ja, wir haben natürlich Sondersituationen in Italien mit Bankenschieflagen, wir haben in Großbritannien die Brexit-Thematik, Frankreich mit den Wahlen und so weiter. Welche Börse steht in Ihrer Prioritätenliste ganz weit oben oder vielleicht auch insgesamt? Welche Region, welches Thema, welche Branche? Die Börsen werden natürlich heuer stark beeinflusst werden mit den Dingen, die aus den USA rüberkommen. Das hat man letztes Jahr in den verbleibenden Wochen ja gesehen, die da noch waren. Für Europa hingegen sehen wir eigentlich sehr positiv, trotz der politischen Dinge, die kommen können. Denken Sie an die 3 Wahlen, die heuer kommen werden. Also fängt er an mit Niederlande, dann Frankreich, Deutschland. Da kann natürlich Störfeuer kommen. Dennoch denken wir, dass in Europa dieses Jahr Aufholpotenzial gegenüber USA besteht. Es gibt viele Gründe dafür. Ein Grund haben wir genannt, einfach die stabile Situation des Wachstums im Vergleich zu USA. Wir sind im vergangenen Jahr beim Wachstum gelegen, etwa bei 1,7%, fast 0,1% mehr wie in den USA. Und wir glauben, in den USA sind viele Vorschusslorbeeren durch die Trump-Wahl vergeben worden, dass Europa dieses Jahr schon ein gewisses Aufholpotenzial hat. Einzelne Länder in Europa zu investieren, halten wir uns eher zurück. Wir gehen eher branchenbezogen vor in diesem Jahr, also eher Technologie, Konsumgüter, aber auch Finanztitel können dieses Jahr uns Freude bereiten. Ich finde es ganz spannend, dass Sie von ganz allein schon auch auf die Amerikaner zu sprechen gekommen sind, auf Donald Trump, weil es in der Tat ja so ist, selbst wenn wir versuchen, isoliert auf Europa zu schauen, gelingt es uns nicht, weil es Auswirkungen immer wieder von all den Dekreten und ähnlichen Dingen gibt, die wir aus dem Weißen Haus sehen. Wir haben es beispielsweise auch schon hier und da bei den deutschen Autobauern gesehen, dass da ein bisschen Gegenwind ist. Wie schätzen Sie den Trump-Faktor insgesamt ein? Also der Trump-Faktor ist nicht zu unterschätzen. Weil die kurzfristigen Dinge an der Börse, so sieht man es ja in den letzten Wochen, immer wieder hochgezogen und gespielt werden. Unterm Strich jedoch muss man auch erstmal abwarten, was per Dekret eigentlich da sich auf Sicht in den USA verändern wird. Denn das Autarkiestreben, wo er an den Tag legt, also zurückholen, back to USA, ist ja alles nicht ohne weiteres möglich. Denken wir ganz einfach an einen Webstuhl aus Asien, den kann man zwar nicht in den USA innerhalb von ein paar Wochen aufstellen, aber der muss bedient werden. Es müssen auch Produkte rauskommen, die qualitativ hochwertig sind und die bezahlbar sind und an den Märkten nachgefragt werden können. So ohne weiteres geht es nicht. Außerdem ist ich auch ein Herr Trump über die Auswirkungen einer Autonomie in den USA durchaus bewusst, welche Wechselwirkungen das auch auf den US-Dollarkurs haben wird. Und ganz alleine durchregieren kann er nicht. Es ist eine große Demokratie, der er sich auch stellen muss. Und wenn wir mal auf die Dinge achten, also Handelsbilanzüberschüsse, will ich jetzt nicht unbedingt China mal in den Vordergrund stellen, sondern Mexiko einfach nur mal als Beispiel nennen, weil da hackt er ja extrem drauf rum im Moment. Die Warenausfuhr der Amerikaner nach Mexiko beträgt rund 294 Milliarden Dollar. So war es 2016. Produkte, die von USA nach Mexiko geliefert werden, hauptsächlich Agrarprodukte. Und im Gegenzug dazu importiert USA Produkte in der Größenordnung von 240 Milliarden. Das heißt, wenn er hergeht und sagt, so, jetzt sind wir
Big America, America First, dann legt er Handelszölle auf, alles gut und schön, nur Mexiko kann ja gegenreagieren. Mexiko kann Produkte, speziell Agrarprodukte, auch woanders her nachfragen. Und das hat Konsequenzen für den amerikanischen Export, denn allein der Mexiko-Anteil ist bei gut 16%. Insofern mal abwarten, was kommt, und nicht sofort reagieren ist manchmal mit Donald Trump besser. Halten wir also fest, Herr Köbler, am Ende dieses Gespräches. Beim Brexit hat es 3 Wochen gedauert, ehe in etwa alles wieder so war wie vorher. Bei der Wahl von Donald Trump waren es 3 Stunden, beim Italien-Referendum war es gar nur 3 Minuten im Dezember. Macht das jetzt Ihre Arbeit als Vermögensverwalter leichter oder eher schwieriger? Nee, solche Dinge machen unsere Arbeit schwieriger. Aber wir sehen in solchen Dingen auch immer wieder Chancen, so wie letztes Jahr. Wir hatten beherzt am Tag des Brexit, weiß ich noch, Freitagmorgen, 10 Uhr, zugegriffen, als die Märkte knapp 10% nach unten gegangen sind. Diese Chancen, glauben wir, werden wir auch dieses Jahr wieder haben. Aber trotzdem, man muss sich immer erst hinsetzen, warum Börsen reagieren. Börsen reagieren nicht grundlos, auch wenn sie manchmal überreagieren. Aber es werden Chancen da sein, die man im Sinne unserer Kunden, unserer Mandate durchaus nutzen kann. Und ich glaube, dass dieses Jahr diesbezüglich kein völlig unkalkulierbares Jahr werden wird. Dann wünschen wir Ihnen ein gutes, ein glückliches Händchen im Sinne Ihrer Anleger. Wolfgang Köbler war das, Vermögensverwalter und Vorstand der KSW Vermögensverwaltung aus Nürnberg. Haben Sie ganz herzlichen Dank für den Besuch hier in Frankfurt. Vielen Dank.